Weitere Frage, über die wir gestern Abend auch gesprochen hatten. Ja. Die kam eigentlich von dir, die habe ich jetzt gestohlen. Wenn ich dir 2, 3 Dinner-Tickets gebe, und du kannst aus der ganzen Geschichte, aus der Vergangenheit, aus dem Heute, dich mit 2, 3 Personen treffen und mit denen Dinner haben und sie ausfragen über alles, wen würdest du gerne treffen? Also ich würde sicher Marc Aurel treffen, römischer Kaiser, 120 bis 181 nach Christus, weil das einer der wenigen Menschen ist, in meinen Augen, mit extrem viel Macht und Power. Römische Kaiser, müssen wir nicht darüber sprechen. Ja, ja. Und aber gleichzeitig mit einer krassen Weisheit und mit einem krassen Bewusstsein. Also wenn du dir auch mal sein Buch reinziehst, Selbstbetrachtung von Marc Aurel, da siehst du, wie dieser Typ schon gedacht hat, schon damals. Das ist wirklich krass, das fasziniert mich. Power und Weisheit zusammen. Mit ihm würde ich sehr, sehr, sehr gerne sprechen. Dann Jesus Christus wäre auch eine interessante Person, einfach mal um mal zu sehen, was hat denn der Typ für eine Energy? Weil ich denke schon, dass der eine krasse Energy haben muss, man, um die Weltgeschichte so krass zu verändern. Und inspiriert von dir ist auch der Papst interessant, um all die ganzen Storys und Geschichten zu haben. Ja, ja. Sehr, sehr interessant. Dann, klar, mit Elon Musk würde ich auch gerne mal essen gehen. Und ja, das sind so meine Favorites eigentlich. Auch mit Leonardo DiCaprio würde ich gerne essen gehen. Ja, Leonardo DiCaprio auch ein krasser Typ. Auch geil, ja. Richard Branson, geiler Typ. Ja, da gibt es schon ein paar. Da waren jetzt auch ein paar religiöse Figuren mit dabei. Mhm. Was hältst du vom Islam? Das ist eine gute Frage. Ich auch den Koran. Und dann allgemein, ja. Weil ich hab nämlich bei dir vorhin den Koran auch gesehen. Hab da den Koran auch mal ein bisschen reingelesen. Ich habe ihn noch nicht komplett durchgelesen. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, eben, ich habe reingelesen, aber ich könnte mir jetzt kein Urteil machen über ganz genau, was da drin steht. Das allgemein zum Thema Religionen? Allgemein zum Thema Religionen kann ich dir Folgendes sagen. Ich bin kein Fan von Religionen. Das sind alles Glaubenssysteme, die von uns Menschen einfach gemacht wurden. Viel auch auf Angst aufgebaut. Also wurde auch viel damit manipuliert, sage ich es mal, früher. Schau mal, die Leute, die halt sagen, ich habe auch nichts gegen all die Leute, die jetzt an eine Religion angehören, weil man muss auch Folgendes sagen, es kann auch sein, dass Religionen diesen Menschen extrem viel Kraft und Power gibt. Das kann ja auch sein. Und das ist der Vorteil von Religionen. Aber ich finde einfach diese Glaubenskonzepte, diese geschlossenen Konzepte, finde ich nicht gut. Aber wenn du jetzt zum Beispiel stirbst und du kommst in den Himmel, woher weißt du das, Bruder? Woher weißt du das, dass du in den Himmel kommst, wenn du stirbst? Du weißt es nicht. Und da sind wir wieder beim Thema wie vorhin. Ich spreche einfach nicht gerne über Dinge, die ich nicht weiß. Ich kann über Dinge sprechen, die ich erfahre. Darum finde ich auch das spirituelle Thema sehr interessant, weil das Dinge sind, die ich erfahre. Und darüber kann ich sprechen. Und es ist ein offenes Konzept, nicht ein geschlossenes Konzept. Und ich bin kein Fan von diesen geschlossenen Konzepten. Es gibt Menschen, die identifizieren sich mit Religionen. Und ganz einfach, Bruder, wenn du dich mit dem Islam identifizierst, ich mich mit dem Christentum, wir kommen aufeinander, ja, dann ist logisch, wenn du dich wirklich mit dem identifizierst, dass es dann Reibungen gibt. Ich meine, es gibt Leute, die identifizieren sich so hart mit dem Glauben, dass sie bereit sind, sich und andere Menschen in die Luft zu sprengen. Und das, dass du mich hier richtig verstehst, das sind eigentlich wundervolle Menschen, weil die sind bereit, für etwas Größeres als sie zu sterben. Stell dir mal vor. Aber durch das sie ein falsches, nicht die Wahrheit, ein Konzept, ein System sich integriert haben, tun sie für sich das Richtige, aber long term, also wenn du die Wahrheit anguckst, von oben, von der Vogelperspektive, tun sie halt eben nicht das Richtige. Aber für sie selbst tun sie das Richtige. Stell dir vor, die sind bereit, für etwas Höheres zu sterben. Und das ist das Problem an den Religionen, dass du dich zu krass identifizierst mit diesen geschlossenen Konzepten und es dann Reibungen gibt, Konflikte. Da bin ich kein Fan davon. Wenn du jetzt 3 Menschen, okay, und du kannst auch nur sagen, du musst auch keine Namen nennen, du kannst auch nur sagen, was das für eine Situation war, aber du müsstest jetzt 3 Menschen wirklich einen in die Fresse reinhauen. Okay. Wirklich
du musst es, du kannst jetzt nicht sagen, nein, ich bin jetzt so spirituell, ich würde das nicht mehr machen, sondern du müsst jetzt drei richtig in die richtig die Fresse vollhauen. Boah, ganz ehrlich, man, das ist schwierig, man. Also ich, es kommt mir keiner in den Sinn, weil ich mir auch nicht. Dann formulieren wir es anders. Ja, ja. Dann formulieren wir es anders, ja. Sehr gut, dann formulieren wir es anders. Und zwar, was waren die zwei bis drei größten Enttäuschungen, wo du wirklich getäuscht wurdest? Ja. Wo du wirklich getäuscht wurdest, ja. Von Menschen, ja, wo du wirklich getäuscht wurdest. Immer dann, wenn es um Geld ging, Bro. Das ist so hart und so krass und so traurig, man, dass immer wenn es um dieses verfickte Geld geht, weißt du, Geld ist nicht verfickt, Geld ist charakterlos am Ende des Tages. Du gibst ihm selbst den Wert rein, du entscheidest ja, wohin das Geld fließt und ob es positiv oder negativ ist. Aber leider ist es halt immer so, wenn es bei Freundschaften hört meistens das Geld auf, das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Jetzt egal, ob du ein Business aufbaust mit jemandem, eine Kooperation hast in Bezug auf Business oder auch freundschaftlich, wenn es um dieses Geld geht, man, die Menschen verändern sich. Die Menschen verändern sich, wenn sie irgendwie in einer Situation sind, wo sie hart an der Grenze sind und am Limit, okay? Eben wenn jetzt jemand finanzielle Probleme hat und am Limit ist und um die Existenz kämpft, dann verändert ihn das, weil halt eben innerlich nicht so stark ist und dann verstößt er gegen selbst, gegen seine Prinzipien vielleicht, gegen seine Integrität. Er verstößt dann gegen all das, oder? Das macht er nicht mal bewusst. Aber ich finde, das ist schade und das waren all meine größten Enttäuschungen, waren alle zurückzuführen in Bezug auf Cash. Das ist so mühsam, Mann. Das macht mich auch müde, Mann. Das ist mühsam. Was waren zwei, drei Dinge, wo du dich geirrt hast? Ich mache mal ein Beispiel. Und zwar, ich zum Beispiel, na, wenn man sich denkt, hey, ich kaufe mir einen Ferrari und dann kriege ich alle Frauen. Mhm. Ist nur mal so ein Beispiel. Ja, was waren Dinge, wo du dachtest, okay, ich mache jetzt XYZ und dann passiert das. Aber du hast dich einfach geirrt. Ja? Was waren Dinge, wo du gesagt hast, okay, ich stelle mir das so und so vor, ich mache das dann und ich erreiche dann vielleicht sogar mein Ziel. Mhm. Weißt du, was du meinst? Manche können jetzt sagen, ja, sie wandern irgendeinen religiösen Pfad und am Ende denken sie, sie bekommen die Erleuchtung, aber sie bekommen vielleicht gar nichts. Ja? Ja. Also was waren so Dinge, wo du dich geirrt hast? Mhm. Also ganz ehrlich, man, da gibt's wirklich nicht viele Dinge, die jetzt mir gerade in den Sinn kommen. Aber was ich wirklich immer gedacht habe, ich dachte, dass es immer einfacher ist, zum Beispiel eben Businesses aufzubauen oder dies und das oder ein Unternehmen aufzubauen. Und da bist du drin oder bist du im Prozess und da merkst du, okay, du hast es dir einfacher vorgestellt. Mhm. Du hast es dir wirklich einfacher vorgestellt. Und das ist das, was ich da rausziehe. Aber ansonsten, nee, es ist doch ganz früher bei der Versicherung, da habe ich mir auch mal so zwei geile Uhren gekauft zum Beispiel, wo ich auch gedacht habe, hey, geil, Mann. Und als ich sie getragen habe, hatte ich auch so das Gefühl, okay, ich habe es einen harten Wert irgendwie, weißt du, ich habe mich dann mit dem identifiziert, das war auch noch früher. Ja. Aber dann habe ich auch gemerkt, dass es eigentlich am Ende des Tages ja alles für mich ja nicht zählt, man. Es ist gut für deine Positionierung, es kann Sinn machen, je nachdem, was du machst, aber du selbst, ja, es hat keinen Wert, weißt du, es hat keinen Wert. Ja, klar. Auch, ja. Du hast schon so viel positives Feedback bekommen von Menschen, hast so viel richtig gemacht und auch für andere Menschen richtig gemacht. Was sind so zwei, drei Sachen, wo du sagst, shit, man, da habe ich echt einen Fehler gemacht und es war meine Schuld. Ich habe einen Fehler gemacht, es war meine Schuld und dann kamen dabei echt negative Sachen raus. Aha. Also prinzipiell bin ich ja fest davon überzeugt, dass egal was läuft, am Ende des Tages bist du immer für alles zu 100% verantwortlich. Ja. Egal was läuft, okay? Auch wenn du mehrere Personen irgendwo bist, in einem Unternehmen oder egal was, am Ende des Tages, wenn irgendwas nicht läuft, du bist schuld, weil du hättest es kontrollieren können, du hättest es besser überprüfen können, du hättest einfach besseren Job machen müssen. Am Ende des Tages bist immer du schuld. Also ich gebe niemandem irgendwie die Schuld. Das ist so halt fest in mir drin. Darum so zu deiner Frage, ja,
Immer bin ich schuld, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es laufen sollte, Bro. Immer. Wenn du dir ein Business aussuchen könntest auf der ganzen Welt, ein Unternehmen, und man würde dir das Unternehmen morgen übertragen, dass es dir geht, dass es dein Unternehmen ist, welches würdest du wählen? Das ist eine geile Frage. Ich meine, da gibt es harte Unternehmen wie Amazon, Facebook, Google und so weiter, auch andere krasse Banken und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, SpaceX. SpaceX würdest du nehmen? Ja, SpaceX. Ganz geil. Ich habe überhaupt kein Know-how in Bezug auf Weltraumtechnologie. Aber das kann man sich ja alles auch aneignen und die richtigen Leute dort an Bord holen. Aber ich finde, die Mission von SpaceX, den Menschen interplanetär zu machen, also über die Welt hinaus, also Mars besiedeln, andere Planeten zu besiedeln, da hat endlich mal irgendjemand den Schwanz in die Hand genommen und gesagt, schau mal, wenn wir das nicht tun, was ist die Alternative? Dass wir immer hier auf diesem Planeten sind, das ist doch nicht die Alternative. Wir müssen uns ja unabhängig machen. Was ist, wenn irgendwas Abgewachtes hier ist auf der Erde? Was ist, wenn ein Komet kommt? Was ist, wenn die Sonne erlischt irgendwann? Wenn wir uns weiterentwickeln wollen, die menschliche Spezies, dann kommen wir nicht drum herum, Technologie aufzubauen, das Know-how aufzubauen, um eben interplanetär zu werden. Wir müssen eine interplanetäre Spezies werden. Und das finde ich richtig geil. Das supporte ich. SpaceX, vorne, wenn und aber. Wenn du drei Unternehmen von dieser Welt streichen könntest, also der CEO bekommt einen Headshot, alles, ganze Unternehmen wird gecancelt, gelöscht, welche drei Unternehmen würdest du canceln und löschen lassen? Also Nestle. Okay. Nestle würde ich löschen lassen. Natürlich müsste man sich die Konsequenz auch bewusst sein, weil Nestle ist so big, man. Also müsste man. Nestle macht ja auch gute Sachen, weißt du. Aber ich würde Nestle killen. Und schwierige Frage. Was würde ich da noch wegkillen? Irgendwie den größten Player im Bereich Massentierhaltung. Ja, okay. Den würde ich wegkillen, ja. Und ich würde, ganz ehrlich, Mann, ich würde auch wegkillen, so die größte Company, die Öl fördert. Moment. Ja, okay. Ja, und zwar einfach aus diesem Grund, ich bin fest davon überzeugt, dass wir weiterdenken müssen. Es müssen neue Technologie kommen. Und da bin ich auch froh, dass Tesla da in diesem Game drin ist, mit Solarenergie und Batterien und so weiter und so fort, weil schau mal, wenn wir immer das tun als Menschheit, was wir immer schon gemacht haben, dann kommen wir einfach keinen Step weiter. Und mit Öl, wir müssen dann einfach mal umdenken, wir müssen einfach mal probieren, okay? Darum will ich es eliminieren, scheiß drauf. Alle, die am Buchclub interessiert sind, klicken einfach auf den allerersten Link unter diesem Video und kommen dann auf diese Buchclub-Seite hier. Dann kann man sich hier das Video anschauen zur Erklärung. Zack. Herzlich willkommen zum Buchclub. Ganz genau, auf dieser Buchseite. Und man bekommt hier im Endeffekt eine gesamte Zusammenfassung eines Buches plus Workbook. Und man kann somit jede Woche 3, 4, 5 Bücher lesen und das alles innerhalb von 30 Minuten. Und wenn man hier runter scrollt, kommt man auf kostenlos testen. Dann kommt man direkt hier auf diese Digistore-Seite und kann hier den Buchclub kostenlos testen. Für 9,95 die erste Woche, und wenn man dann sagt, der Buchclub ist nichts für mich, bekommt man das ganze Geld wieder zurück. Das heißt also 9,95 einmalig, wem es nicht gefällt, bekommt nach der Woche das Geld wieder zurück, also quasi ein kostenloser Test. Und es gibt auch kein monatliches Knebel-Abo etc. Alle diese Informationen findet man hier, man sieht also die gesamte Page, man sieht auch hier ein paar Kostproben der Bücher, man sieht jetzt auch hier, wie ein solches Workbook aussieht. Jetzt also auch hier ein Erklärungsvideo zum Thema Skripte, die man bekommt. Die verschiedenen Buchkategorien sind hier auf einen Blick. Man bekommt also hunderte von Büchern günstiger als ein einziges und hat dann hier die Möglichkeit zwischen dem ganz normalen Monat, 9,95, 4 Bücher pro Monat oder auch Premium-Abo. Aktuell noch quasi unbegrenzter Zugriff auf alle Bücher, die da sind. Jahresabo für 89,95. Und das Premium-Jahresabo mit zusätzlichem Content, weiteren Büchern für 1,99. Hier nochmal einige Titel, ein paar Bilder.
Und dann nochmal direkt hier der Button Buchclub testen. Viel Spaß damit, der Link ist hier unten im Video.